So, weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 6. Ich hoffe, dass diesmal alles mit Sound etc. stimmt. Nachdem ich hier meinen halben Rechner zerlegt habe und rumgeprügelt, randaliert habe und so weiter. So, wir starten natürlich an derselben Stelle wie vorher auch. Wir müssen hier in die Höhle rein. So. König Edgar, Wunder des Weges. Ja, wir wollen nach Figaro Süd. In der Hoffnung, dass es dort jemanden gibt, der uns aus dieser Misere helfen kann. Wir schauen dann weiter. Wie sieht's denn hier aus? Oh, eine Steinquelle. Eine Steinquelle, eine Steinquelle. Wahnsinn. Oh, und ein Kampf. Wie immer. So. Wollen wir gleich mal hier loslegen. Ja, Werkzeuge sind äußerst interessante Gegenstände in diesem Spiel. Wie man sieht, hauen die mächtig rein. So. Das Leveln und rumgegrinden und so weiter, das mache ich dann immer so zwischendurch. Also, ihr werdet eigentlich nur die reine Story erleben. Während ich halt eben die gesamten Grinding-Sachen so für mich behalte, so dass ihr dann eigentlich wirklich nur die, den wesentlichen Teil vom, vom Spiel mitbekommt. So, dass es da keine langweiligen Parts oder so gibt. Nur dieser Anfang hier muss sein, um ein klein wenig das Kampfsystem zu erklären. Also hier unser Lope zum Beispiel, der kann auch die Gegner bestehlen. Die Werkzeuge sind halt eben die Angriffsattacke von ihm. Okay, der konnte nicht. Sie kann gewisse Zauber wirken. Hier Murmel, 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 Feuer, Murmel, Murmel, Murmel. Haben wir ja eigentlich schon erlebt. Weiter hätten wir dann noch die die Objekte, aber ich denke mal, das erklärt sich ja im Prinzip eigentlich für sich. Vielleicht mal ein bisschen so über Final Fantasy. Da habe ich mich ja vor einiger Zeit ganz doll schlau gemacht. Der erste Final Fantasy Teil kam für den NES raus und half sozusagen Squaresoft, beziehungsweise damals nur einfach Square, aus einer riesengroßen Pleite. Und ja, Final Fantasy 1, wie gesagt, kam halt eben für den NES raus, war dann der Erfolg, den Squaresoft dann erreicht hat. Und ob man es glaubt oder nicht, es kamen noch viele, viele Nachfolger von diesem Spiel. Ja, Final Fantasy 2 ist für die Leute, die es nicht wussten, also noch nie eigentlich für Super Nintendo rausgekommen, sondern es zählt bei den Final Fantasy Teilen die japanische Zählweise. Dementsprechend ist Final Fantasy 2 und 3 eigentlich überhaupt kein Final Fantasy Teil in diesem Sinne gewesen, zumindest nicht die Super Nintendo Teile, weil die nämlich nur in Amerika rausgekommen sind, anfangs. Später dann, so ein paar Jahre später, wurden diese Spiele dann aufgelebt als Final Fantasy 4 und Final Fantasy 6. Das waren dann auch die, das waren auch das erste Mal, dass die Super Nintendo Teile nicht nur in den USA vertrieben wurden, sondern halt eben weltweit oder halt eben auch in Japan. Ja, und die eigentlichen Teile sind halt eben, wie gesagt, Final Fantasy 1, 2 und 3 für den NES, wobei 2 und 3 nur in Japan rauskamen. Danach kommt Teil 4, welches das dem amerikanischen Teil 2 entspricht. Danach Teil 5, leider wieder ein Teil, der in Europa und in Amerika nicht rausgekommen ist. Und anschließend dann halt eben Teil 6, den wir hier gerade eben sehen, als sozusagen der erste wirklich internationale
Final Fantasy Teil, der leider trotzdem nie in Deutsch rauskam. Also das, was wir hier sehen, obwohl es eine deutsche Version ist, ist niemals erschienen. Es waren einfach nur ein paar Hobbyprogrammierer, die sich gedacht haben, die ROM, die können wir doch mal umschreiben. Und weil ich mich mit Englisch zwar ganz gut zurechtfinde, aber im Großen und Ganzen eigentlich trotzdem die Spiele lieber auf Deutsch spiele, habe ich gesucht und gefunden und es kam dann tatsächlich, also ich habe dann tatsächlich Final Fantasy VI auch auf Deutsch gefunden. Ich stand kurz davor, die PlayStation-Version auszupacken mit Cutscenes und so weiter, aber nö, ich wollte ein klein wenig Retro-Stimmung, also her mit dem Super Nintendo und gespielt. So, in diesem Sinne, wir schauen hier gleich mal weiter. Wir machen in ein paar Minuten einen kleinen Cut. Der kleine Cut wird für euch ein bisschen länger dauern. Das ist dann für mich sozusagen der Moment, wo ich grinden gehe. Also sprich, wo ich raus in die Weltkarte wandere und eigentlich jeden Mob umprügel, bis ich dann Stufe 10 oder so geworden bin. Also ihr seht, das ist noch ein bisschen Zeit. Also Terra muss auf jeden Fall noch Stufe 10 erreichen, bevor das Ganze hier, bevor wir hier weitermachen. So. Ach ja, das war hier das Haus von so einem reichen Typen. Da können wir unser Geld wunderbar aufstocken. Von dem haben wir nämlich nur bisher 1900. Das stocken wir doch gleich mal auf rund das Doppelt- bis Dreifache auf. So, weil nämlich die Frau sagt nämlich, hier herrscht aber irgendwie ein komischer Windzug. Erster Moment. So, durch den Raum geht immer ein kalter Luftzug, woher er kommt. Erstmal was ist das hier? Da ist nichts. Dieses Bücherregal steht ziemlich weit vorne. Ja, weil hier hinter ist nämlich eine Treppe. So, das hier ist auch kein richtiges Tutorial, kann man sagen, was ich hier spiele. Es ist lediglich schon fast ein Blind Run, wenn man es so sehen möchte. Hier ist nichts. Dieses Spiel habe ich vor Ewigkeiten mal angefangen. Hier speichere ich auch gleich mal. Hab aber niemals das Spiel auch wirklich durchgespielt. Und ab einem gewissen Punkt, ab diesem Punkt nenne ich dann auch noch später, ist das halt eben auch für mich eine Art Blind Run und komplett neu. Das hat aber auch damit zu tun, dass Final Fantasy VI jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteil ist. Meinen absoluten Favoriten spielt nämlich gerade der Neox durch. Den findet ihr auch in meiner Friends-List. Der spielt nämlich Final Fantasy VII für die PlayStation 1. Und schaut euch das an, es gibt sehr viel zu sehen und auch sehr viel zu lachen. Tut mir leid, Neox, das musste ich einfach mal sagen. So, wir schauen mal, ob es hier noch ein bisschen mehr Kohle gibt. Nicht gegen die Wand laufen. So, den super tollen Millionären haben wir jetzt zumindest schon mal ausgeplündert. Wir haben noch etwa eine Minute, die nutze ich natürlich auch aus, um hier noch ein bisschen weiter durch die Gegend zu laufen. Gut, hier gibt es nichts mehr außer die Kinder von Millionären. Ich bewege mich jetzt in der Zeit hier auf die Weltkarte, lade nebenbei das Video hoch und wir sehen uns dann auf jeden Fall bald wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy VI mit eurem Darth Vader. Schaut euch auch meine anderen Videos an, kommentiert auch mal. So, hier gibt es nochmal einen kleinen Save und einen Schnitt. In der Zeit werde ich dann hier ein klein wenig grinden.
Bis bald, euer Darth Vader meldet sich ab.